Hi Leute, was geht? Massive Skills hier mit einem neuen Overwatch Tutorial. Heute nehmen wir uns die gute alte Mei unter die Lupe, die nicht umsonst als die nervigste Heldin gilt. Während im Hintergrund ein Ranglistenmatch läuft, erkläre ich euch Meis Stärken und Schwächen, so dass auch ihr den Gegnern in Zukunft mächtig auf den Geist gehen könnt. Nicht umsonst wurde sie in letzter Zeit immer mehr von Profis gespielt, denn beim letzten Patch wurde sie massiv gebufft. Der Radius ihres Ulti Blizzard wurde nämlich massiv erhöht. Kommen wir nun also zu Meis Fähigkeiten. Die Fähigkeit, die Mei so speziell macht, ist ihre Eiswand. Sie ist der Grund, wieso sie auf Payload Maps sehr wichtig sein kann. Wird die Fähigkeit richtig eingesetzt, so hat das gegnerische Team einen schweren Stand. Der Trick liegt dabei darin, die Eiswand bei den Choke Points, also den Orten auf den Karten, bei denen die beiden Fronten aufeinandertreffen, so zu platzieren, dass das gegnerische Team gespalten wird und ihr so zu einem 6 gegen 1 oder sogar zu einem 6 gegen 2 kommt. Da die abgespaltenen Gegner dann auf sich allein gestellt sind, haben sie sozusagen keine Chance und ihr könnt sie frei angreifen. Im Weiteren ist diese Fähigkeit sehr nützlich, falls ein Gegner seinen Ulti einsetzt. Seht ihr zum Beispiel, dass ein McCree seinen Ulti zündet, setzt ihm einfach eine Eiswand vor die Fresse. Ein weiterer Gebrauch der Eiswand seht ihr zum Beispiel bei Minute 2, als ich sah, dass ein Hanzo auf einer höheren Ebene seinen Ulti eingesetzt hat und ich dann mit der Eiswand zu ihm hochkam, um ihm Hallo zu sagen. Kommen wir nun zu Meis zweiten Fähigkeit, der Kryostase. Sie ist der Grund, warum ich Mei weniger als Defense Hero, sondern mehr als Tank bezeichnen würde, denn sie erlaubt es Mei für eine gefühlte Ewigkeit zu überleben. Zum einen heilt euch die Fähigkeit fast vollständig und zum anderen schützt ihr euch vor Gegnern, was ziemlich nützlich sein kann. Zündet ein Gegner sein Ulti, so setzt die Fähigkeit sofort ein und lacht ihn dann aus. Kommen wir schließlich zu Meis Ulti, mit dem ihr, wenn ihr ihn richtig einsetzt, stets 2 bis 3 Kills abstauben könnt. Seht ihr, dass sich das gegnerische Team um die Fracht befindet, so werft eure Veto-Drohne zur Fracht. Der Ulti von Mei richtet zwar nicht viel Schaden an, doch er friert die Gegner nach einer kurzen Zeit ein, wodurch ihr sie ganz einfach töten könnt. Diesen Ulti könnt ihr zum Beispiel mit Reapers Totentanz kombinieren. Dieser muss nur in die Mitte des Kreises kommen und seinen Ulti zünden, um mehrere Kills abzustauben. Schauen wir uns zuletzt noch Meis Waffe, den endothermischen Strahler, an. Seine Stärke liegt darin, dass er 2 Feuermodi besitzt. Der primäre Feuermodus dient dazu, den Gegner einzufrieren. Sobald dies gelungen ist, zielt direkt mit dem Fadenkreuz zu seinem Kopf und benutzt den sekundären Feuermodus für maximalen Schaden. Die meisten Gegner sollten dann tot sein. Denkt immer daran, Meis Aufgabe ist es, das gegnerische Team zu spalten und ihnen mächtig auf den Wecker zu gehen. Gelingt euch das, so stehen eure Gewinnchancen bereits viel höher. Mei solltet ihr möglichst nur auf Payload-Maps spielen, wobei sie in der Verteidigung ihre größte Wirkung hat. Auf Angriff-Maps ist sie ganz okay bis gut, doch vergesst sie auf Control-Maps. Das war's auch schon mit meinem ersten Overwatch-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch und schreibt mir ein Feedback. Ich bin immer offen für konstruktive Kritik und möchte mich verbessern. Falls ihr mehr sehen möchtet, lasst mir ein Abo da und vergesst nicht, May the Force be with you. Searching about these visions and all these things that I be seeing all up in my dreams. And the people who I roll with, culminations all from the team. Meet any one of us and you know it, we know this, no need show it. I step back, I analyze, I see you open, I throw it. Like Russ Wilson, a duo, kick it back like judo. With the yodo, ball sweet, no churros. Man, I'm riding, riding on up, get the money, don't play. Seat time to LA, you know you got the right away. Man, I'm riding, riding on up. We going at all play. We about that all day. And she wanted all my way. Cause I put practice in the back gym. Put practice in the back gym. That means working on the weekend. So ain't nobody fronting on them.
how we sing a chord with these hymns. And she sang it too, she know it's crazy. She know it's crazy. She put a number down on that napkin, slid it to me. She said, call me mate. Come up again and I'm the last man. I leave my soul on the court, on the field, on this booth, just like it is the last chance. I put all my love, all my passion in this drop. Hit touch my family, I am, let's go smash. And I got heart, I got soul, I got grit, I got vision. The last that I dreamt that I copped her. No Mercedes, copped her. No Mercedes, rolling down a 5 with the baddest pieces. She say she my lady, she say she my lady. The same one that wrote a number down on that napkin and said call me mad. And I'm riding, riding on her. Money don't play. That C-Town to LA, you know you got the right away. Man, I'm riding, riding on her. We going there, don't play. We about that all day. And she want it all my way. Cause I put practice in the back gym. Put practice in the back gym. That means working on the weekend. So ain't nobody fronting on them. Put practice in the back gym. That's my lab, now I'm a back gym. Now we stay in the court with these hymns. And she sang it too, she know it's crazy. Practice in the back gym. That means working on the weekend. So ain't nobody fronting on them.